ich bin's mal wieder, euer Lego-Tiger 35. Ja, viele haben jetzt gedacht, jetzt kommt ein richtig geiler Remix. Ja, der kommt auch noch, aber er ist am Freitag. Und es liegt an den Namen von dem Lied. Bevor ich jetzt mit dem Video anfange, mein Alltag in der Corona-Zeit noch zwei Dinge. Nämlich, Grüße hinaus an die liebe Lena Schutter, sie hat vor einer Woche nicht geschrieben, unter meinem beliebsten Video. Hi, finde das Lied super, mach mal das so, kannst du mich bitte im nächsten Video grüßen irgendwie. Also Lena, danke für deinen Kommentar, Grüße hinaus an dich und ich hoffe, dass du wie alle anderen auch in der Corona-Zeit gesund bist. Und das zweite ist, ich habe gesehen, dass 90% all meiner Zuschauer keine Abonnenten sind. Als ihr Lust habt, könnt ihr den Kanal kostenlos abonnieren und jede zwei Wochen kommt ein neuer Remix oder eine produzierte Musik. Ist kostenlos, aktiviert die Glocke und dann kriegt ihr jede zwei Wochen ein neues Musikvideo von mir. Und jetzt geht's mit dem Video los. Also wir fangen möchten am Anfang an. Also am Anfang haben alle oder die meisten die Corona nicht so ernst genommen. Und dann wird es aber ernster und immer ernster und alle Automessen, Konzerte, Feiern, Festivals und wurde alles leider abgesagt. Oder verschoben. Aber wir haben ganz viele Künstler was richtig Cooles gemacht. Wie Lea, Lena, Sarah Connor, Nico Santos, SCP, Sido, Alligato, Coldplay, Lina, Tillmann und ganz viele haben das gemacht, haben das Wir bleiben zu Hause Festival gemacht. Das heißt, die haben auf Instagram ein Konzert gegeben, bei ihnen zu Hause im Wohnzimmer. Und das haben ganz viele auf Instagram halt angeschaut. Aber es hat ja heutzutage hier Instagram. Und da gab es auch was von O2. Genau, O2 ist eigentlich folgendermaßen gemacht, auf Facebook und YouTube wurden Künstler eingeladen. Jede Woche am Donnerstag um 9.30 Uhr ungefähr war das. Zuerst war Lena, dann Sarah Connor, dann eine unbekannte Künstlerin, dann Kretmann und zum Abschluss noch Nico Santos. Ja, die waren da, haben ungefähr in der Schule gespielt und dann noch haben sie Fragen von Fans beantwortet. Genau. Dann haben wir die Schulen geschlossen und dann gab es hier ja viele oder alle Schüler, ja so ein Video. Wir haben Aufgaben bekommen über E-Mail, das haben wir zum Beispiel gemacht über E-Mail und auf YouTube haben wir gemacht und so war mein Alltag. Also, ich konnte nur ausschlafen, bin dann aufgestanden, so, dann gab es um 11.30 Uhr ungefähr oder so immer den Videochat. Haben wir Aufgaben bekommen, gemacht, dann abfotografiert und dann wieder über E-Mail geschickt. So war ungefähr mein Alltag. Und dann wollte ich mal zum Mehrmarkt einkaufen gehen, aber er war nicht so groß wie normalerweise, weil es durften nur 800 Quadratmeter ja, benutzt werden, sagen wir es so. Das heißt, zwei Sachen wurden komplett eingesperrt. DVDs und CDs und die ganze Videokameras und so. Aber Mediamarkt und außer so, glaube ich, fand es richtig gut gelöst. Man ist hingegangen zur Ausstellung, da war ein Mitarbeiter, da hat man gesagt, ich will eine CD, zum Beispiel Sarah Connor oder so, und dann hat er das extra für dich geholt und du konntest mal einkaufen gehen. Natürlich mit Maske und von Eingang war der Schlange. Da wurden die Körbe desinfiziert und dann konntest du einkaufen gehen, ganz normal. Halbe Maske und zahlen sollte man lieber mit Karte als mit Bargeld. So war es einkaufen zum Beispiel bei mir, beim Mehrmarkt. Und so war es auch bei Müller und vielen anderen Läden auch. Als dann wieder ein bisschen mehr Freiheit. Und dann ging es halt so weiter die Wochen. Dass immer mehr frei wurde, aber nur sehr langsam natürlich. Und die Videochats haben auch dann nach einer Weile nicht mehr so viel Spaß gemacht, halt am Anfang. Und dann die Schuhe dann doch gefehlt.
Ja, ich denke aber wirklich, weil wir alle richtig sehen, real sind, nicht nur vom Bildschirm, sondern wirklich richtig sehen, auch andere Spieler wieder sehen. Und das war erstmal ziemlich schwer. Aber jetzt sind sie schon wieder halbwegs geöffnet. Und jetzt sehe ich auch für alle, also ich habe jetzt 2 Wochen jetzt wieder Schule. Und wo ich alle gesehen habe, war ich wieder so fröhlich, dass ich ja alles sehen kann. Ja, man darf sich jetzt auch wieder mit mehr Leuten treffen und auch die Restaurants haben wieder auf, habe ich gesehen. Und hoffentlich wird dieser blöde Corona-Virus oder dieser Scheiß-Virus, muss ich eigentlich sagen, bald aufgelöst. Und es werden ja auch schon ziemlich viele Impfstoffe ja produziert, die hoffentlich auch helfen bei uns allen. Aber auch andere Künstler wie Alligato haben schon gemacht und SCP war es auch gerade noch, machen Autokonzerte, wenn man es so sagen kann. Ja, also wirklich die, also ein Autokino, nur dass es kein Kino ist, sondern dann ein Konzert. Und die Karten gibt's noch, ich tue sie mal unten verlinken. Ja, und hoffe natürlich, dass dieser Virus so schnell wie möglich vorbei ist, dass wir alle wieder ein, ja, zum Großteil ein normales Leben hier führen können. Aber es liegt ja an uns, es liegt an der Regierung. Sie müssen sagen, okay, ihr dürft wieder alles machen. Ich hoffe, dass es so schnell wie möglich passiert. Und ich hoffe, dass ihr mit meiner Musik, die jetzt kommt, die nächsten 2 Wochen immer, dass ihr mit der halbwegs den Party zu Hause fahren könnt. Und Treikus haben auch ein Corona-Lied rausgebracht. Also erstens SCP, die Nacht von Freitag auf Montag, Corona-Edition. Zweitens Ariana Grande und Justin Bieber, Stuck with You. Und drittens Sarah Connor, Sind wir bereit? Also ich würde alle 3 unten verlinken. Kennt ihr noch mehr? Dann könnt ihr die Kommentare schreiben. Und ich will auch kurz einmal Danke sagen. Und zwar an alle, die das gemacht haben in der Corona-Zeit. Die Künstler, auch die YouTuber, die eine geile Idee hatten. Also für alle ein riesengroßes Dankeschön, dass ihr in der Corona-Zeit uns so viele schöne Sachen geschenkt haben. Danke. Ja, ich hoffe einfach, dass dieser blöde Virus so schnell wie möglich vorbei ist, dass wir alle wieder ein normales Leben haben können und dass auch die Konzerte dann bald wieder öffnen. Ja, das ist einfach jetzt mein Alltag in der Corona-Zeit, dass ihr wisst, was so los ist und was noch so ist. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Das war's von mir, euer Lego-Tiger 35. Tschüss.